Liebe Haddamacherinnen und Haddamacher, es sind noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest und das Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Ein Jahr, was wegen der schlimmen Pandemie sicherlich als besonderes Jahr in die Geschichte eingehen wird. Trotzdem haben wir in diesem Jahr einige Themen in unseren Gremien auch kontrovers diskutiert. Sei es das Thema Verkehr oder die Anliegerbeiträge für den Straßenbau. Bestimmte Projekte wie die Digitalisierung der Verwaltung oder die zentrale Sportanlage Haddamar konnten erfolgreich vorangetrieben werden. Auch die Rückübertragung der alten Schulturnhalle an die Stadt kam zu einem einvernehmlichen Abschluss. Das alles stimmt mich positiv für das neue Jahr 2021, welches weiterhin von der Pandemie, aber auch von den anstehenden Wahlen im März geprägt sein wird. Außerdem werden wir im Januar mit dem Glasfaserausbau bis in die einzelnen Häuser, auch Fiber-to-the-Home-Ausbau genannt, beginnen. Die Festlegungen der Planungen zur Aufwertung der Altstadt Haddamar werden diskutiert und die Neuplanungen des Elbachufers werden konkreter. Die im Haushalt vorgesehenen Dorfplätze und die familienfreundliche Freizeitanlage, auch Abenteuerspielplatz genannt, werden angegangen. All diese Themen werden auch im neuen Jahr wieder zu kontroversen und leidenschaftlichen Debatten führen. Umso mehr wünsche ich mir, dass die diesmal wirklich ruhige Weihnachtszeit uns mehr Besinnung und mehr Erholung bringt, damit wir die anstehenden Debatten mit der gebotenen Sachlichkeit und mit Respekt im neuen Jahr führen können. Liebe Menschen im Haddamacher Land, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, unseren Kranken eine baldige Genesung und uns allen ein gutes Jahr 2021. Herzliche Grüße aus dem Rathaus, Ihr Bürgermeister Michael Ruoff.